Buddhismus und magischer Realismus, geht es zusammen? Hat es Ähnlichkeit für dich? Findest, gibt es da Parallelen oder widerspricht sich sogar? Ja, man kann das jetzt nicht so unbedingt miteinander in Beziehung setzen. Also magische Elemente oder Magie gibt es in allen Religionen. Und der Magier ist ja derjenige, der das von oben nach unten oder von unten nach oben eine Verbindung schaffen will. Und das ist eine uralte Sehnsucht des Menschen, die in jeder Religion steckt. Der Buddhismus unterscheidet sich eher dadurch, dass er nicht diesen Anspruch hat auf Herrschen, so wie das in der christlichen Religion doch sehr stark verankert ist. Im Buddhismus, und das gefällt mir daran, werden die Widersprüche vereinigt. Es gibt nicht nur dualistische Gedanken wie gut und böse, groß und klein, schwach und stark, sondern alles hängt miteinander zusammen. Und diese Magie oder dieses Gedankengut wird also von den sogenannten Magiern, den Zauberern, die in jeder Religion ihre Funktion haben, vermittelt.